Also der Banküberfall ist ein bisschen brutal abgelaufen. Bist du deppert, du? Alter, what the fuck? Alter, das Gesicht! Alter! Ah, ich möchte nicht weiter rein. Hier ist so viel Gemetzel. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LSPD FR mit mir, dem Razor, und euch, den Zuschauer. Ja, ein bisschen länger her, weil zwischendurch ein Update rauskam und das kam ziemlich überraschend. Aber dazu habe ich ja auch jetzt ein Video gemacht mit dem lieben Zyon, dem Quizzle. Und ja, jetzt stehen wir uns wieder in der Welt von Los Angeles bzw. Los Santos in unserem wunderschönen Auto. Da hat uns was umgefahren. Was steht denn hier hinten gleich drauf? There is no excuse for domestic violence. Beißt es, merke ich mal. So. Okay, wir steigen mal ein und fahren auf Streife. Und ich habe jetzt ein paar neue Mods. Wie gesagt, die sind alle in der Beschreibung, so wie immer. Ich gucke auch, dass ich die immer aktuell halte und immer. Ich hatte jetzt ein Rad verloren. Wieso verlieren die jetzt alle ein Rad? What the fuck? Was? Egal, der hat ein Rad verloren. Ich muss ihn kontrollieren. So. Ich hab zwar null Ahnung warum, aber scheinbar verlieren die jetzt immer ein Rad. Ich glaube, die haben ein Rad ab. So, was ist der Plan, Junge? Hier, so. Einen guten Abend wünsche ich euch. Vielleicht nicht so auf, vielleicht einfach mal ohne Waffe. Einen wunderschönen guten Abend. Sie haben hier vorne eine Delle drin. Hat das etwas... Also, sie haben... ihr Rad ist... hängt schief in der Achse, sage ich mal. Was ist da passiert? Ich kann sie auf jeden Fall so nicht weiterfahren lassen. Ich hätte aber bitte erstmal ihre ID. Alter. Ist der Deppert, du. Edgar Presenter, ja. Edgar Presenter hat's Faustdick hinter den Ohren. Edgar Presenter. Das ist richtig, oder? So. Du schließ dich mal. No active warrants und 48 geboren. Boah, sind sie aber schon ziemlich alt, ne? Sind sie jetzt schon 52? Sind sie jetzt schon hier 68 Jahre alt? Stimmt das? Ja, doch, stimmt. aber okay, ne? Ist ja nicht mein Problem. Es ist ja ein bisschen easier wissen, wenn sie weiter Auto fahren wollen. Jedenfalls haben wir jetzt hier eine Macke. Also... Macke ist schon untertrieben. Es ist eine grobe Delle ihrer Karosserie. Und deswegen müssen sie nicht nur Strafe zahlen, sondern sie müssen auch aus ihrem Fahrzeug raus. Und ich würde sie bitten, mich zu begleiten. Was haben sie eigentlich für eine komische Jacke an? Ist das eine Prisoner-Jacke? Sind sie ein Inhaftierter? Ne, sind sie nicht. Okay. Dann würde ich jetzt Sie bitte bitten, einen Arrest zu taken. Würden Sie... Oh, ups. Ey. Ich möchte gerne interacten. Wie kann ich Sie denn jetzt festnehmen? Aha. So, Sie kommen jetzt mit. Ich lege den Handschellen an, damit Sie mich nicht attackieren oder verletzen. Was, das merke ich mal. Wo sind Sie? Okay, Ihr Auto lasse ich abschleppen. Das können Sie sich dann am Revier abholen, aber davor durchsuche ich. Toll. Ich muss mal die Tasten umsetzen. So. Und Sie kommen bitte mit. Ich begleite Sie jetzt auf die Wache. Das heißt, Sie steigen bitte hinten ein. Genau. Steigen Sie bitte ein. Komm. So, ich mache hier nochmal eine Tür zu. Und bevor jetzt hier komplettes Chaos ausbricht, fahren wir auch mal schnell wieder. Wir fahren zur nächsten, hier unten. Ah ne, warte, hier ist glaube ich sogar... Guck mal, hier ist sogar voll nah. So. Ah, so. Wir fahren jetzt hier... Oh, wir dürfen ja eigentlich nicht abbiegen. Egal, guck mal, beim Grün. So, aber ich habe auch eine andere Sirene drin. Hört noch vielleicht ein bisschen... Die klingt ein bisschen aggressiver, sage ich mal. Und aggressive Sirenen sind geil. Oh, ich muss bremsen. Ja. So, der Junge hier hinten hat's Faustdick hinter den Ohren. Oder die 68 Jahre alte Dame. Also ich meine, da ist er gut gealtert. Dem sieht man das nicht an. Was mich aber ein bisschen heiß darauf macht, ob der nicht vielleicht seinen Ausweis gefälscht hat. Aber da gibt es keinerlei Beweise. Das heißt, das werfen wir ihm jetzt einfach mal nicht vor.
klingt geil. Wurde mit geschossen. Egal. Das ist nicht mein Bier. Boah, können wir jetzt mal fahren? Was gucken sie so? Also, den Typen hätte ich jetzt angehalten, hätte ich nicht schon jemanden drin. Und das war überhaupt noch grün. Alter, jetzt hupen sie doch nicht. So ist es grün, so. Komm, jetzt zieht es noch hier links. Ich dachte, ich fahre mal ein bisschen nach Verkehrsregeln. Achso, warte, Moment, nehmen wir müssen nicht hier rein. So, Entschuldigung. Wo muss ich sie jetzt hinbringen? Hier unten? Ist das hier richtig oder eins drüber? Ich fürchte fast, es ist eins drüber. Ja, es ist eins. Ah, ne, es funktioniert trotzdem. Okay. Nice. Hand Edgar Presenter. Hour. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt eins machen? Einmal mal, ich hab's noch nie ausprobiert. Was passiert jetzt? In a cell and leave. Oh, nice. Sie kommen jetzt mal bitte mit. Weil, so mal. Sie kommen hier in die Zelle. Bitte, bitte gehen Sie ans Ende der Zelle, damit ich verlassen kann. So, dann machen wir hier zu. Das sind sehr sichere Zelttüren. So. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter auf Streife. Dann verlassen das hier mal. Aber cool, dass es so gemacht ist. Ne, okay. Gut. Nice, und jetzt komme ich hier raus. Finde ich geil. So. Das heißt... Aber der war freundlich, der Typ. Der war nett, er war hilfsbereit. So wie man es sich wünscht in einem... einer Nachtschicht bei LSPDFR. Leute sind... Leute sind hilfsbereit. Und freundlich. Und das ist die Bank heißt. Okay. Nehmen wir an. Und ich glaube, wir müssen damit ein bisschen... Karacho hin. Okay, das heißt, wenn es Pacific Bank heißt. Schall. Okay, wir haben jetzt Bank heißt. Das wird lustig. Das heißt, wir kommen jetzt zu etwas, was nicht so friedlich ablaufen wird. Hoffe ich zum, glaube ich zumindest. Ja, hoffe ich. Ich hoffe, ich darf ballern. Ah! Ah, Mann! Ja, genau, natürlich ist er tot, weißt du? Ich fahre im 15. rein. Nee, ich muss sterben. Genickbruch. So, wir fahren mal wieder in First Person. Boah, die Sirene klingt nice. Wie gesagt, alles in der Beschreibung verlinkt. Und nein, ich bekomme dafür kein Geld, wenn ihr auf die Links klickt. Falls jetzt das einer von euch denkt, das ist rein aus informativen Gründen so gemacht. Dass ihr immer wisst, mit welchem Equipment, sag ich mal, ich dieses GTA modifiziert hab. Nice. Weißt du, wieso werden eigentlich wir da hingerufen, wenn wir erstmal quer durch die halbe Stadt fahren müssen? Das ist ja diese Logik! Ups. Die Sirene klingt geil! Pacific Bank heißt. So, wir haben... kein Auto mehr, okay. Wir parken mal hier, weil wir sind ja keine Junge, die davor parken sollte. So, okay, es ist für Eile geboten. Hallo. Sir, what's the situation? Es ist laut. Well, we have multiple armed suspects in the bank with hostages. Es ist cool, dass ich das mal nicht vorlesen muss. How many robbers are there? We don't know how many are in there, officer. The way I see it, you have two options. You can attempt to negotiate with them. Alternatively, you can go in with SWAT Team Alpha. Oh, Select with number keys. Let's take the bastards out, and I'm going to try to talk to them first and see how that goes. Da platzen gerade wieder Reifen, ich höre es doch ganz genau. Keine Ahnung warum. Ich glaube, wir reden mal. I'm gonna try and talk to them first and see how that goes. Alright, the SWAT team will have your back. Also, do you want the tech team to kill the alarm?
Yeah. Yeah, definitely. I can't hear myself think with that thing going. Weil das ist ein bisschen nervig für die Aufnahme. Cut the alarm. Good luck, officer. Let's try to end this thing peacefully. Ja, hoffen wir mal, ne? Sir? Ja, komm, halt's Maul. Aber mit F11 kann ich jetzt hier... Mit F11 öffne ich doch zufällig... Scheiße! Mit F11 öffne ich ein scheiß Menü. Was mache ich denn jetzt? Warte mal. Okay, warte, pass auf. Wir ziehen uns jetzt wie ein Polizeiofficer an. Nein! Was mache ich denn jetzt? Scheiße! Scheiße! Ah, ich hab ne Idee. Lalalalala, wir brauchen mal ein bisschen hier, Hipster, Yoga, Weinwood, Surfer. Ich brauch ganz kurz. Cop, wo ist Cop? Warte, A, B, das heißt bestimmt irgendwie Cop oder so, nein. Female, CS, Animal, Storyline. Nein! Prisoner. Lalala. Trump, also nee. Ich sag grad, wir wären hier bei, hier, ne, wie heißt der Ami-Präsident? Oder der zukünftige Ami-Präsident hier, irgendwas mit Trump. Ach man. Spot hier. Okay, machen wir erstmal mit Spot. So, und. Nein, ich drücke es nicht F11. Also, vielleicht sollte ich nicht gerade dastehen. Boah, es ist laut, Alter. Who the hell is this? I'm busy. I'm an officer with the LSPD. Who is it that I'm speaking to? Das ist ein bisschen laut. Leute, wird geschossen. Shut up, I'm in control here. Okay, what do you want? Can we make a deal? Look, the bank is surrounded. I want to go home. Look, the bank is surrounded. We all want to go home. Just come out peacefully. Ja, wäre ich auch dafür. Fuck you, I'll kill a hostage if you come anywhere near the door. Okay, what do you want? Okay, what do you want? We want the bus to take us to Los Santos International Airport. From there, we want the plane to fly us to Liberty City. Was nehmen wir mal jetzt? Ich glaube, ich nehme mal 2. I'll get one fueled up for you, but I need a hostage in return. I can't do that, officer. And you know it, you're just wasting our time. Okay. Dann trinke ich noch kurz einen Schluck. Und wir gehen rein. Aber ich glaube, wir gehen zuerst ran, oder? Warte mal, wir müssen das authentisch machen, pass auf. Mach das authentisch. Kannst du noch um Stunden handeln, bis ich die Scheiße, das Ding gefunden habe? Heavy Pistol, Tear Gas, hier. BZ-Gas und Tear Gas. Und ein Feuerlöscher. Und ein Ball. So, beim Ball, damit ich die Türen aufwerfen kann. Pass auf, wir machen jetzt hier. Gehen Sie bitte mal weg. Genau da möchte ich hin. Nein. So. Ja, funktioniert ja super. Okay, pass auf. BZ-Gas und Tränengas. Wir machen jetzt hier so. Machen hier zack. Werfen es hier rein. Und gehen dann in die andere Seite. Mann, ich dachte, ich könnte es hier irgendwie wie ein Rainbow Six oder so machen, dass du so BÄM und dann Zugriff und Alarmbar. Ah! Loser. Okay. Das ist Realismus. Ergeben Sie sich. Oh, das Gas geht ein bisschen weit.
Aber interessant ist mal zu sehen. Mal gucken, wann er reckt. Sonst nehme ich es gleich fest, wenn der das überlebt. Endlich. Auf den Boden. Auf den Boden. Auf, ganz langsam. Kommen Sie raus. Kommen Sie raus. Guck mal, wie geil das ist. Wo geht der jetzt hin? Geht der jetzt einfach weg oder was? Press Enter to retrieve gear from the RAN. Was macht der Typ? Okay, der stellt sich hier oder was? Okay. Und wir gehen weiter rein. Und lassen das Wort ein. Get green light. Oh Gott. Ah! Ich muss ganz kurz. Ich hab's vergessen. Hä? Achso, ist eh disabled. Okay, dann haben die mich einfach nicht getroffen. Auf dem Boden. Oh Gott, hier ist ein Metzel. Auf dem Boden. Ach du Scheiße. Was für ein Gemetzel ist. Ja, bist du deppert, du. Boah. Okay. Boah, ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Boah. Alter. Ich muss raus und ich kann es. Ich muss mal eben hier hinter. Ich hole mal kurz Gier. Leck mich am Arsch, ist das geil. Boah. Oh, guck mal, ich setze jetzt hier rein. Boah. Ah! Oh Gott! Ach du Scheiße, ist das krass! Da bist du deppert, du! Alter! What the fuck? Alter, der Banküberfall ist ein bisschen brutal abgelaufen. Bist du deppert, du? Alter, what the fuck? Alter, das Gesicht! Alter! Ah, ich möchte nicht weiter rein. Hier ist so viel Gemetzel. Okay, pass auf. Für die Geißeln. Wer auch immer hier drin ist. Ach du Scheiße. Ah! Auf dem Boden! Scheiße, Alter. Okay, der trifft mich hierdurch eh nicht. Oh oh. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube fest, den bringt hier nichts. Hier ist eine Sicherheitstür. Okay, einen haben wir. Da war doch gerade noch einer. Komm raus. Alter, ist das krass! Okay, ist eine Geißel. Okay, er kann uns hier durch eh nicht treffen. Ich bin tot. Da geht der Arsch mit gerade ab. Okay, egal. Scheiße. Nein, das war so schön, so viele Sätze. Ja gut, ich glaube, das hat aber was irgendwas. Das hat das mit Train of Five. Mit Scripthook ist abgestürzt. Zumindest kein Absturz von Ragehook. Bei Scripthook stürzt auch selten ab, das weiß ich. Na gut. Wir sind bei 19 Minuten. Schade, dass wir es nicht zu Ende spielen konnten. War echt geil. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge von LSPD fucking FR. Bis dahin. Haut da bitte rein. Macht es gut. Tschüss.